Paris. Dass so ein Mann in dieser Stadt Genießer und auch Spießer sehen sich niemals daran satt. Ist der totale Sieg der Frau. Hier stiehlt sie jedem Mann die Schau, wer die Revue für tot erklärt, vergisst, dass sie nicht tot zu kriegen ist. Worauf beruhte nur der Zauber der Mixtur aus einem Hauch Parfum, aus Flitter und Fleurösen, aus schöner Sex und Sekt, wer hat sie bloß entdeckt? Ich glaub, mit Logik ist das Rätsel nie zu lösen. Was blieb, war die Revue. Gestört hat es sie nie, ob nun die Linken oder Rechten Frankreich lenken. Sie wird, wie ich das sehe, so frisch wie eh und je im Jahr 2000 noch die schönen Beine schwenken. Revue, ihr schlägt die Frau den Mann doch glatt. Revue, ihr zeigt sie ihm, was er nicht hat. Und was er hat, ist nie so schön. Wer möchte dich zum Beispiel einen Striptease machen sehen? Oh, sag das nicht. Ja, das macht müde Männer wach. Hör auf, wir kriechen sonst den größten Krach. Zieh dich mal wärmer an, statt aus, mein Kind, weil wir jetzt gleich